willkommen aus Berlin zur Bertelsmann-Party 2024. Das wird gut. Jetzt ist ja das Party-Motto, das alles ist Bertelsmann. Für mich ist Bertelsmann Vielfalt. Es ist einfach ein sehr breit aufgestellter Konzern in vielen Geschäften, in vielen Regionen. Und diese Vielfalt, das alles ist Bertelsmann, zeigen wir heute Abend. Bertelsmann ist über alle Kulturen und Sprachen hinweg präsent. Und das ist in der Globalisierung heute eine ganz wichtige Brücke der Verständigung. Ja, ich freue mich natürlich, dass wieder ein schönes Event hier ist. Viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen hier kommen, aus Wirtschaft natürlich, Politik, Fernsehen, Sport, Musik. Also wirklich ein schönes, buntes Bild von Leuten. Was ist denn für Sie alles Bertelsmann? Bertelsmann ist für mich ganz viel Vielfalt. Beruf, aber eben auch Familie. Wir haben so viele Gesichter, die dieses Unternehmen und dieses Haus prägen. Ein Unternehmen, das nicht nur Deutschland, sondern weltweit agiert. Es steht grundsätzlich für Wachstum. Ist ja nun irgendwie auch das größte Medienhaus. Verlag, TV, Print, Internet, alles. Und wir machen da wirklich starke Inhalte, das finde ich sehr reizvoll. Das hier, das ist Bertelsmann. Bertelsmann ist für mich riesig, Legende und alle respektieren Bertelsmann. John Beck. John Beck hat sich spontan neue Zähne machen lassen. Oh. Ich habe Zähne machen. Oh, oh Mann. Wenn man von Bertelsmann eingeladen wird, bin ich jetzt ganz ehrlich, da sagt man auch nicht nein. Weil es gibt so viele Promis, die hier gerne wären. Hier kommt ja Politik, Wirtschaft zusammen, die Showbranche. Es ist eine Bereicherung, hier zu sein. Party, Party. Das war das Stichwort, wir gehen rein. Schön ist bei der Bertelsmann Party, es gibt ja immer unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen Themen. Hast du schon auch einen Blick auf das außergewöhnliche Essen werfen können? Was gibt's denn hier Nettes? Man kommt hier nicht vorwärts. Man läuft hier so lang und auf einmal so geile Typen hier. Ja. Kriegst du Autogramm? Es hat riesig Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auf das erste Getränk mit dir. Ja. Wir gehen zur Bar und wir wünschen Ihnen allen einen wunderbaren Abend. Tschüss!